Kurzes Update von uns vom heutigen Tag. Ich zeige euch einmal unsere neue Unterkunft. Wir sind jetzt hier in Adelaide. Nur mal so ein kurzer Überblick. Wohnzimmerbereich mit Couch. Vivi und der Große gucken hier gerade noch was. Essbereich, Küche, Kühlschrank, Waschmaschine. Und dann haben wir hier, müssen wir ganz leise sein. Ein Schlafzimmer, da schläft schon die Lütte. Badezimmer. Und dann nochmal Schlafzimmer für den Großen und für mich. Genau. Ja, wir haben den heutigen Tag damit verbracht, quasi nach Adelaide zu kommen. Wir sind morgens, ich glaube irgendwas zwischen 9 und 10, haben uns auf den Weg gemacht zum Flughafen in Perth. Und es ist ja nach Adelaide hin auch nochmal Zeitverschiebung. Das heißt, der Flug hat irgendwie knapp 3 Stunden gedauert. Wir sind so um, glaube ich, 13:25 sind wir abgeflogen. Wir wollten nur lieber wieder rechtzeitig am Flughafen sein. Auch wenn das hier nur ein Inlandsflug diesmal war. Dann sind wir demnach entsprechend 18 Uhr noch was, kurz vor 19 Uhr, abends hier in Adelaide halt gelandet. Und wir haben jetzt quasi hier einen kurzen Aufenthalt in Adelaide, bis wir dann mit einem Mietwagen weiterfahren. Also von Adelaide aus geht unsere Reise jetzt erstmal mit einem Mietwagen weiter durch Australien. Und wir haben dafür halt entsprechend den Mietwagen auch schon gebucht gehabt im Vorfeld. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Meinungsverschiedenheit, könnte man sagen. Wir haben im Vorfeld halt ein Midsize-SUV gebucht. Der ist jetzt allerdings deutlich kleiner ausgefallen, als wir dachten. Man muss dazu sagen, dass wir den eigentlich auch erst am Morgen hätten. Morgen früh 10 Uhr. Das hat man mit Absicht erst einen Tag später gerufen, weil wir dachten, wir brauchen den beim Ankunftstag ja gar nicht. Jetzt ist es allerdings so, dass Vivi und ich noch einen Ausflug ausgesucht hatten oder rausgesucht haben nach Kangaroo Island. Und da wollen wir halt gerne entsprechend hin. Und das, wie man jetzt herausgestellt hat, ist es mit dem einen Mietwagen eigentlich am besten, darauf zu kommen. Das ist allerdings gar nicht mehr machbar, weil die Fähren schon langfristig vorher ausgebucht waren. Da haben wir uns irgendwie falsch informiert und haben jetzt aber eine andere Lösung gefunden. Dazu dann noch morgen mehr an dem jeweiligen Tag. Deswegen wollten wir den Mietwagen vielleicht schon Tag eher heute bekommen. Und das hat sich dann zum Glück herausgestellt, dass wir das heute schon kontrolliert haben. Oder dann halt auch angefragt haben, einfach bei der Ankunft am Flughafen. Weil das Auto, was wir halt eigentlich hätten haben sollen, vielleicht blende ich dann mal kurz im Video ein Foto davon ein. Ist unserer Meinung nach kein Midsize-SUV. Das mag aber hier anders zu verstehen sein. Auf dem Mietvertrag steht auf jeden Fall eine Kategorieklasse drauf. Und dazu würden wir halt eher eine Kompaktklasse, Kleinwagen vielleicht nicht unbedingt, aber schon deutlich kleiner halt bezeichnen. Der hat auch Probleme mit unserem Gepäck gegeben. Das heißt, das ist also das Problem. Weshalb wir dann halt nach einer Lösung gesucht haben. Ein Mitarbeiter von Europcar, wo wir jetzt letztendlich quasi, wo wir von dem Anbieter, wir das Auto jetzt bekommen haben, war sehr freundlich. Der hat sich wirklich die Mühe gegeben. Der hat uns einen extra Deal angeboten mit wirklich nur einem geringen Aufpreis für das Auto, was wir jetzt haben. Vor allem, weil es erstens eine Langzeitmiete ist und zweitens dann noch ein One-Way, weil wir das Auto halt ja nicht wieder in Adelaide abgeben, sondern später an der Ostküste. Also es hat halt alles dann irgendwie funktioniert, auch mit den Kindersitzen, die eigentlich uns bestätigt wurden. Dazu muss man sagen, dass es beeindruckend ist, dass man das nicht direkt mitbuchen kann, sondern nur eine Bestätigung bekommt, dass sie das vor Ort haben. Aber auch das hat überhaupt nicht geklappt.
Er sagte, er hat keine Informationen dazu, da ist nichts da. Er müsste das jetzt erstmal organisieren. Er hat das organisiert bekommen, hat ein bisschen gedauert. Wir hatten ja aber im ersten Zug erstmal noch Zeit am Flughafen zu warten oder halt an dem Fahrzeugschalter. Und haben jetzt entsprechend ein anderes Auto bekommen. Ein MG ist das, glaube ich. Autoklasse sagt mir gar nicht so viel, Marke. Und da passt alles jetzt perfekt rein, lässt sich gut fahren. Und wir schauen einfach mal, dass wir damit dann jetzt wahrscheinlich weiterkommen. Der Vorteil ist halt, wir müssen jetzt morgen nicht nochmal extra hin das Ganze halt tauschen, weil wir halt morgen früh, nämlich auch relativ schon früh los müssen, um dann entsprechend halt gen Süden zu fahren. Und dann hätten wir das halt zum einen nicht abholen können, wie das halt erst geplant war. Und haben damit jetzt also eine für uns passende Lösung gefunden. Genau, jetzt sind wir bei der Unterkunft. Wie sich leider herausgestellt hat, ist in diesem Bundesstaat hier, in Südaustralien, am Boxing Day alles noch geschlossen. Also das ist wohl bundesstaatabhängig oder staatabhängig, bundeslandabhängig. Und in Perth zum Beispiel wäre heute wieder alles offen, hatte Vivi ja auch schon erzählt. Hier ist es halt nicht der Fall. So haben wir uns jetzt halt bei einem Schnellrestaurant bei Subway noch eben was zu essen geholt. Das war zumindest noch offen und organisieren die Einkäufe halt morgen. Genau. So viel als Update von heute. Also viel zu sehen gab es nicht. Wir waren halt im Flug und im Flugzeug unterwegs. Mietwagen abgeholt, sind jetzt in der Unterkunft, sind ja wohlbehalten da, alle Gepäcksachen sind da. Das ist mir mit das Wichtigste, würde ich fast behaupten. Den Rest bekommt man halt irgendwie hin, wenn es auch dann manchmal ein bisschen mehr in die Kasse geht. Genau. In dem Sinne, gute Nacht, bis morgen. Moin! Wir sind gerade unterwegs. Es ist ziemlich früh, es ist mittlerweile jetzt schon 7:45. Aber wir mussten heute früh aufstehen, denn wir sind nämlich auf dem Weg nach Kangaroo Island. Hier kam gerade schon das erste Schild, dass hier Kängurus über die Straße hüpfen. Genau, wir haben die erste Nacht gut überstanden, war wie gesagt ein bisschen wenig Schlaf. Die Kinder waren noch ein bisschen aufgekratzt gestern Abend, also vor allem der Große. Hat ein bisschen gedauert, ein bisschen noch was rausgesucht, wo wir vielleicht auf der Insel hin wollen. Wir werden dann nämlich dann auch einen anderen Mietwagen noch haben und dann die Insel ein bisschen selber erkunden, haben uns ein paar Spots rausgesucht für den Tag. Es gibt ja unglaublich viele Touren, die man da machen kann. Es gibt unglaublich viel, was man da auch machen kann. Und als ich mich gestern damit noch ein bisschen befasst habe, stand da auch, dass ein Tag eigentlich viel zu wenig ist und es halt dann nur so ein Abriss ist. Aber das ist jetzt dann auch okay, besser als gar nichts. Torben hat ja schon ein bisschen anklingeln lassen, dass das gar nicht so einfach war, weil einfach schon super viel ausgebucht ist. Und ist dann halt quasi besser als gar nichts. Wir haben jetzt noch so knapp 50 Minuten vor uns, 50 Minuten Fahrt und sind gespannt auf die Insel, sind gespannt auf die Tiervielfalt, die wir dort sehen werden. Also es gibt ja da einfach alles, Pelikane, Kängurus, Koalas, Echidnas oder so heißen die, glaube ich, ja. Eine Vielzahl an Vögeln, also irgendwie schwarze Kakadus und also unglaublich viel. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und nehmen euch natürlich mit. Und bis dann. We'll be right back.
2020 einen großen Brand gegeben und das hat einfach richtig viel zerstört, viel Lebensraum zerstört, viele Tiere sind dabei ums Leben gekommen und deswegen gibt es halt auch in dem westlichen Bereich, wo es eigentlich richtig viele Koalas gab, nicht mehr so viele oder aktuell auch keine. Ja, das war leider ein bisschen schade, vielleicht sehen wir nachher noch was, wenn wir jetzt wieder so Richtung zum Osten fahren, vielleicht sehen wir da noch was in freier Natur, genau, aber irgendwie in gewisser Weise hat es sich trotzdem gelohnt, hierher zu kommen. Genau, bis später vielleicht.
Moin! Heute ist unser dritter Tag in Adelaide und gestern waren wir den ganzen Tag auf Kangaroo Island. Wie gesagt, wir hatten erst vor, mit einem eigenen Mietwagen rüber zu fahren. Das geht halt auch, aber die Fähre war komplett ausgebucht, was so an den Weihnachtsfeiertagen lag. Da hatten wir dann aber uns für ein anderes Angebot entschieden. Dort konnte man für 28 australische Dollar pro Person einmal rüber, kinderfrei. Und der gleiche Veranstalter hat auf der anderen Seite dann auch entsprechend selber Mietwagen mit angeboten. Das Angebot haben wir dann angenommen und hatten auf jeden Fall auch einen langen und ausgiebigen Tag. Leider ohne, dass wir wirklich Koalas und Kängurus wild gesehen haben auf Kangaroo Island. Genau, wir waren dann nachher noch in einem Wildpark, wo man dort Kängurus auch füttern konnte und auch Koalas gesehen hat, dass wir zumindest für den Großen auch nochmal ein paar Tiere gesehen haben. Was wir dann auch gesehen hatten, war am westlichsten Ende, und zwar die Seelöwen. Das war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung und ein cooles Motiv. Ansonsten waren wir dann ja den ganzen Tag, also bis 18 Uhr, 18.30 Uhr ging die Fähre wieder zurück. Und auf unserem Rückweg haben wir dann letztendlich dort, auf dem Rückweg von dort unten bis wieder hoch nach Adelaide, haben wir deutlich mehr Kängurus gesehen als auf ganz Kangaroo Island. Das lag wohl auch einfach daran, dass wir zu einer falschen Uhrzeit unterwegs waren. Das ist natürlich verständlich, dass die Tiere nicht unbedingt bei der Mittagshitze draußen rumlaufen. Jetzt sind wir in Adelaide unterwegs, Innenstadt, wollen uns das einmal ein bisschen anschauen. Wir waren vorhin schon einmal los zum Frühstück, zum Einkaufen nach dem Frühstück. Und morgen geht es für uns auch schon wieder weiter aus Adelaide heraus. Wir schauen uns einfach mal jetzt ein bisschen in der Stadt um. Der Große schläft gerade im Buggy, die Lütte schläft, glaube ich, auch schon in der Trage. Und viel geplant haben wir ansonsten nicht für den Tag. Wie gesagt, eingekauft haben wir jetzt heute noch. Da das gestern ja auch nicht ging, da sind wir dann auf dem Rückweg noch einmal kurz bei einem 24/7 Supermarkt angehalten. Der ist aber auch nicht überall verfügbar. Und schauen wir mal, was uns heute noch so erwartet. Bis später. Moin! Wir sind jetzt gerade in Glen Elg. Unseren Trip in die Stadt mussten wir leider abbrechen. Wir waren schon in der Stadt und auch bei einem Food Market, wo wir auch ein paar Kleinigkeiten holen wollten. Allerdings haben wir dann festgestellt, dass... ich muss mal kurz warten. Dass... dass wir eine Kreditkarte verloren haben, tatsächlich. Nicht so schön, definitiv. Wir haben in allen Taschen geguckt und dann halt gehofft, dass wir sie in der Unterkunft noch vergessen haben. Wir kriegen eine automatische Benachrichtigung, wenn entsprechend damit irgendwie was gezahlt wird. Und haben uns dann halt direkt auf den Rückweg gemacht, weil wir ja sicher gehen wollten, wo die halt entsprechend ist. Und haben dann letztendlich festgestellt, dass sie 5 Minuten quasi von unserer Unterkunft entfernt, da war ein Bahnübergang und dort gibt es halt einen Bereich, wo man halt als Fußgänger warten muss, wenn die Schranken unten sind, dass sie dort auf dem Boden lag, in der entsprechenden Hülle noch. Wir waren also froh, dass sie da noch lag, mega, mega froh, weil sie erstens ja nicht nur in der Unterkunft vergessen wurde, sondern wirklich verloren war und zweitens, dass wir natürlich den ganzen Aufwand zum Neuorganisieren jetzt nicht machen brauchen. Und drittens, das hier auch, man muss dazu sagen, wir waren 45 Minuten lang bis in die Stadt unterwegs und halt auch nochmal 45 Minuten lang quasi wieder zurück. Das heißt, in der gesamten Zeit lag sie da einfach auf dem Boden. Hinzu kommt noch, dass das hier aktuell mega windig ist. Zwar mit 23 Grad, 26 Grad, immer noch relativ warm, aber schon sehr, sehr windig und
ungemütlich teilweise, auch hier in Glenelg jetzt. Das ist ein Bereich mehr am Strand. Würden wir schon sagen, dass es sich in den Zwischenstraßen noch ganz gut aushalten lässt. Aber direkt unten am Strand weht man eher weg. Jetzt holen wir uns hier noch eine Kleinigkeit und danach machen wir uns wieder auf dem Rückweg zur Unterkunft. Hier nach Glenelg sind wir auch mit dem Auto hin, weil wir dann nicht nochmal zurück in die Innenstadt wollten. Und so viel erstmal dazu, sonst später noch mehr.